Hallihallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Diesmal möchte ich gerne die Ostereier gießen und das ist die holographische Form von Modes and Shapes und ich möchte kleine Blümchen hineingießen. Ich habe mein Harz bereits eingefüllt, mein klares Harz, und jetzt gebe ich jeweils immer einen Tropfen von den Rieseninks rein. Erste Farbe ist Smurf, zweite Farbe war Pumpkin, dritte Farbe war das Green Apple. Jetzt die vierte Farbe ist Enzian, fünfte ist Strawberry und dann die letzte Farbe ist das Butterscotch. Und alle Resin Inks sind von Octopus und ja, ihr seht da, bei dem Enzian habe ich dann auch so ein bisschen Kleckerei gemacht, da kam was von dem Erdbeerfarbenen raus, das muss ich nachher auch noch wegmachen. Da nehme ich einfach ein kleines Tüchlein und das saugt sich dann da rein und dann sind wenigstens an den klaren Stellen, ist das dann weg. Ihr seht das da so ein bisschen am Rande. Mein Weiß ist das Angel White, das habe ich mit meinem Harz vermischt. Das hatte ich schon vorher angemixt. Ich habe das ja schon öfters gezeigt, wie ich mein Weiß mixe. Und diesmal ist es ein bisschen luftiger geworden. So, jetzt muss ich mir noch schnell ein Papiertüchlein holen und dann bin ich auch gleich schon soweit. Das Harz, was ich hier verwende, ist das Art Pro von Resin Pro, ist von mittlerer Viskosität. Sehr, sehr tolles Harz. Mit dem Harz könnt ihr so viele verschiedene Effekte machen. Also ist das Harz, mit dem ich angefangen habe vor 2,5 Jahren und ja, es ist immer noch einfach toll. So, ich gieße mir jetzt praktisch meine Spiralen in meine Eier und das mache ich bei jedem bei jedem Osterei-Ornament mache ich das ähnlich, also immer diese Spirale. Nur ich mache hinterher mein Blumendesign bei jedem Osterei anders. Ich finde die Farben total schön, richtig schön frühlingshaft, passend zu Ostern. Und ja, die Form ist die Ostereierform, jetzt muss ich überlegen, die holographische Ostereierform von Modes and Shapes. Und ja, die habe ich schon ein Jahr. Und ich habe letztes Jahr schon sehr, sehr viel da drin gegossen. Und ich kann euch sagen, ihr seht das auch nachher, der holographische Effekt ist immer noch fast wie bei einer normalen, also bei einer ganz, ganz neuen Form. Es ist einfach, die Qualität von Modes and Shapes ist einfach genial. Also ihr seht mich auch an sich keine anderen Formen verwenden. Es sei denn, dass mal irgendwann eine Form mir entgegenkommt, die Modes and Shapes wirklich nicht hat. Aber bislang bin ich sehr zufrieden und bin froh, dass, ja, dass die so innovativ sind. Das Weiß habe ich übrigens mit dem Angel White angemischt. Manchmal, oh Gott. Gemischt und das Angel White ist von Lyris, das habe ich von der Laura, von Laura's Art Corner. Ich verlinke alles in meine Beschreibungsbox, guckt einfach rein, auch nach Rabattcoden und ja. Ich habe hier jetzt überall nochmal eine zweite Lage Weiß hinzugegeben und jetzt fange ich an, mein Blumendesign zu machen. Bei der ersten Form gehe ich immer nur von außen nach innen, relativ viele kleine Blütenblätter. Und dann gebe ich einfach nur den Swirl noch in der Mitte, einen wirklich ganz leichten Swirl, nichts Großes. Beim nächsten mache ich einfach 8 Blütenblätter, auch erstmal von außen nach innen. Und dann ziehe ich mir mein Dotting-Tool von innen nach außen, um da auch ein schönes Blumendesign zu bekommen. Ich finde das immer schön, wenn man so die Farbe durch das Weiß ziehen kann, so wie hier.
und auch dann ein ganz kleines Whirl. Bei dem Grünen habe ich mir überlegt, ich mache ganz, ganz viele Blütenblätter und die auch nur so gezeichnet von außen nach innen. Also erstmal mache ich wieder meine 8 Blütenblätter und dann gehe ich nochmal in jedes einzelne Blütenblatt, sodass ich im Endeffekt 16 kleine Blütenblätter habe. Das ist eins meiner Lieblingsdesigns, wenn ich ehrlich bin. Und dann noch wieder der kleine Swirl. Einmal kurz mit dem Sturmfeuerzeug drüber. Immer vorsichtig sein, wenn ihr das macht, dass ihr eure Form nicht verbrennt oder euer Harz. So, jetzt mache ich mir 4 Blütenblätter und ziehe wieder mein Dotting-Tool von innen nach außen, kleiner Swirl. Die nächsten beiden Blumen werden 3 Blütenblätter haben. Ich habe da noch überlegt, was mache ich jetzt, aber es werden 3. Und dann ziehe ich mir bei dem roten dann auch nochmal von innen nach außen. Nein, ich mache es nicht, das mache ich beim nächsten. Ja, das ist das mit dem Voice-Over. Also da habe ich praktisch das so gelassen bei dem roten und dann den Swirl in die Mitte. Und jetzt beim gelben mache ich so wie angekündigt, dass ich dann auch nochmal von innen nach außen ziehe und den kleinen Wirbel. Und das sind meine Ostereier. Nochmal kurz mit dem Sturmfeuerzeug drüber. Und jetzt habt ihr hier die Nahaufnahme. Das ist ungefähr eine Viertelstunde später. Und soweit bin ich zufrieden. Ich hoffe, dass nichts bloppt. Zumindest nicht die ganzen Blumen. Und ja, schauen wir mal. Das ist jetzt der nächste Tag. Ich musste 24 Stunden warten. Ihr nur eine Sekunde und schaut mal. Der holographische Effekt, wie gesagt, ist immer noch echt mega. Die Blumen gefallen mir sehr gut. Ich finde das immer toll mit den Alkoholinks, wenn das so in der Mitte bleibt. Und auch da die Blume. Jetzt kommt das Grüne mit den ganz vielen Blütenblättern. Die sind richtig schön geworden. Richtig frühlingshaft, Ostern. Einfach nur toll. Also ich bin sehr zufrieden. Sie sind auch sehr luftig. Wie gesagt, ich habe mir das Harz da so ein bisschen, das Weiß ein bisschen luftiger angemischt und ich finde das total toll. Jetzt noch das Rote. Da gefällt mir das ganz toll, dass das Rote so ein bisschen auch durchsichtig ist. Und dann noch meine gelbe Blume. Doch, ich bin sehr zufrieden. So, jetzt kommt nochmal das Endresultat und ihr könnt die Blumen nochmal im Einzelnen sehen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, dass euch die Farben gefallen und ich hoffe, ich konnte euch inspirieren für Ostern. Und ja, ich freue mich über einen Kommentar und wenn ihr wollt, einen Daumen hoch. Und ich sag mal bis dann, bis zum nächsten Video. Passt auf euch auf, eure Petra. Tschüss.